Hallo, mein Name ist Egon Scholakian. Heute möchte ich mich mit einer dringenden Erklärung, die das Schicksal unserer gesamten Zivilisation betrifft, an die gesamte Menschheit wenden. Ich habe mich zu dieser Ansprache entschlossen, weil ich vor kurzem an der gemeinsamen Sitzung des Nobelkomitees und der Nationalen Akademie der Wissenschaften in Washington teilgenommen habe, auf der wir die Themen der Fehlinformation und der Desinformation diskutiert haben. Dies war ein Wendepunkt für mich. Ich habe gesehen, wie groß das Ausmaß der Fehlinformationen über den Klimawandel ist. Das hat mich dazu veranlasst, die folgende Erklärung abzugeben. Die Angelegenheit ist von größter Bedeutung für das Überleben jedes Lebewesens auf diesem Planeten. Zu Beginn möchte ich mich für diejenigen, die mich nicht kennen, kurz vorstellen, damit sie die Ernsthaftigkeit und Legitimität meiner Erklärung verstehen können. Ich, Egon Scholakian, bin ein qualifizierter Teilchenphysiker und arbeite mit dem führenden Teilchenphysiklabor CERN zusammen. Ich bin aktiv an der Entwicklung neuer technologischer Lösungen für den Future Circular Collider FFC beteiligt, einem Teilchenbeschleuniger mit wesentlich höherer Energie als bisherige Beschleuniger. Außerdem bin ich an der NISAR-Mission der NASA beteiligt, der ersten Satellitenmission zur Sammlung von Ultrahochfrequenzdaten, die ein breites Spektrum von Erdprozessen beobachten soll, von der Geschwindigkeit von Gletschern und Eisschilden bis zur Dynamik von Erdbeben und Vulkanen. Außerdem bin ich aktives Mitglied der Internationalen Vereinigung für die Berufsausbildung von Geheimdienstanalysten und ein Experte für internationales Steuerrecht. In meiner Laufbahn war ich unter Präsident Nixon und Präsident Ford als Steuerrechtsanalyst für die Kommission des Präsidenten für internationale Handels- und Investitionspolitik im Weißen Haus tätig. Außerdem war ich Mitarbeiter des Forschungsbüros der Harvard Legislative und Mitglied des Redaktionsausschusses des Harvard Journal of Legislation. Danach arbeitete ich in Reagans Küchenkabinett und im Weißen Haus, wo ich sehr stark in das Projekt der strategischen Verteidigungsinitiative von Präsident Reagan eingebunden war. Insgesamt habe ich mit 4 US-Präsidenten zusammengearbeitet. Ich wohne hauptsächlich in Cambridge, Massachusetts, USA. Hier befindet sich das Institut für Technologie von Massachusetts und die Harvard-Universität, woher meine akademischen Wurzeln stammen. Mit einem Hintergrund sowohl in Rechts- als auch in Naturwissenschaften begann ich meine berufliche Laufbahn schon früh in den Bereichen nationale Sicherheit, Recht und Wissenschaft. Heute verbringe ich mein Berufsleben auf dem Capitol Hill in Washington D.C., wo ich als Bundeslobbyist für den US-Kongress und das Weiße Haus tätig bin. Bei meiner derzeitigen Arbeit konzentriere ich mich jedoch auf Themen im Zusammenhang mit dem Klimawandel und der nationalen Sicherheit. Meine Qualifikationen zeigen, dass ich kompetent bin, eine entscheidende Aussage zum Klimawandel auf unserem Planeten zu machen. Es ist offensichtlich, dass die Erde heute eine rasche Zunahme extremer klimatischer und geodynamischer Phänomene erlebt. Die Zahl und das Ausmaß seismischer, vulkanischer, hydrologischer, atmosphärischer, gravitativer und thermischer Anomalien nehmen deutlich zu. Darüber hinaus registrieren wir seit kurzem eine Reihe von bedrohlichen Anomalien in allen Hüllen des Erdsystems. Es gibt eine atypische Verschiebung und Destabilisierung des Erdkerns, eine sprunghafte, chaotische Beschleunigung der Planetenrotation und eine Verschiebung der Rotationsachse. All dies wird durch eine kritische Abschwächung des Magnetfeldes und das Auftreten atypischer Anomalien darin sowie durch Veränderungen in der Zusammensetzung der oberen Atmosphäre noch verstärkt. Es kommt zu einer extremen Aktivierung magmatischer Zentren und einer damit einhergehenden Zunahme von Erdbeben tief im Erdmantel. Auch die Wärmeleitfähigkeit der Ozeane nimmt ab, was zur Folge hat, dass die Weltmeere ihre Ausgleichs- und Kühlfunktion verloren haben. All diese alarmierenden Faktoren sprechen nur für eines. Unser Planet steht am Rande der Selbstzerstörung und der Menschheit bleiben nur noch wenige Jahre, um die drohende Katastrophe zu verhindern. Zurzeit befindet sich unser Planet in einem Zyklus von Klimakatastrophen, der alle Planeten unseres Sonnensystems betrifft. Das gesamte Sonnensystem tritt alle 12.000 Jahre in diesen Zyklus ein und alle 24.000 Jahre hat dieser Zyklus die höchste Intensität. Ähnliche Prozesse wie die auf der Erde, nämlich Veränderungen im Planetenkern und geodynamische Veränderungen, die Zunahme der atmosphärischen Anomalien, finden jetzt auch auf anderen Planeten des Sonnensystems statt. Dies wiederum berechtigt uns zu der Aussage, dass diese Zyklen durch den Einfluss externer kosmischer Einwirkungen auf alle Planeten des Sonnensystems verursacht werden.
Dies ist das Muster der wiederkehrenden Klimakatastrophen, in denen wir uns heute befinden und die zum Untergang der Menschheit und unseres Planeten Erde führen könnten. Wenn wir uns den Mars ansehen, erkennen wir, dass dasselbe Muster von folgendem Verhalten nur eine Erinnerung an das Schicksal dieses Planeten ist, der dem Untergang geweiht ist. Meine Freunde, dies ist der Anlass, warum ich heute zu Ihnen spreche. Bis jetzt hat unser Planet es scheinbar geschafft, alle früheren katastrophalen Zyklen zu überwinden. Jetzt ist jedoch davon auszugehen, dass die Erde nicht in der Lage sein wird, den gegenwärtigen Zyklus abzumildern. Der Hauptgrund für die drohende Vernichtung der Erde ist einfach der anthropogene Faktor. Insbesondere haben wir Menschen einen Krieg gegen die Ozeane geführt. Wir haben die Fähigkeit des Ozeans, seine Wärmeleitfähigkeit selbst zu regulieren, mutwillig gestört durch den massiven Einsatz von Schadstoffen auf Kohlenwasserstoffbasis in unseren Gewässern. Wir Menschen haben unsere Ozeane völlig unfähig gemacht, überschüssige endogene Wärme an die Atmosphäre abzugeben. Eine notwendige und wesentliche Funktion. Gegenwärtig hat sich in den Tiefen der Erde ein Übermaß an zerstörerischer endogener Energie angesammelt. Und diese angesammelte Energie hat den Drang zu entweichen. Eine solche Freisetzung von enormen Mengen eingeschlossener Energie wird auf der Erdoberfläche und in der Erdatmosphäre Verwüstungen anrichten. Stellen Sie sich dieses Ereignis als den letzten Herzanfall von Mutter Erde vor. Die vorstehende Zusammenfassung wurde in Anbetracht des Folgenden erstellt. Viele Jahre lang habe ich mich mit dem Klimawandel beschäftigt. Das wiederum veranlasste mich, die Zusammenhänge zwischen den Klima- und Naturkatastrophen und die alarmierende Progression der Intensität und der Schäden, die dem menschlichen Leben zugefügt werden, zu untersuchen. Da ich aus eigener Erfahrung wusste, dass dieses Thema weder in der Politik noch in der staatlich finanzierten akademischen Forschung gut aufgenommen wurde, verstärkte ich mein Interesse an diesem hochsensiblen Thema. Und zur gegebenen Zeit realisierte ich, dass ein umfassendes Verständnis eines so komplexen und anspruchsvollen Themas eine enge Verbindung nicht nur zu den geophysikalischen und astrophysikalischen Bereichen, sondern auch zu einer Vielzahl anderer spezialisierter wissenschaftlicher Bereiche erfordern würde. Es stellte sich schnell die Erkenntnis ein, welches außerordentlich tiefgreifendes Wissen und welche Ressourcen erforderlich sind, um das Thema zu bewältigen. Kurz gesagt, ich benötigte das Fachwissen von qualifizierten Menschen, um in diesem Bereich des globalen Klimawandels kompetent zu sein. Trotz guter Absichten ist sich die wissenschaftliche Gemeinschaft, die oft von Konfliktparteien finanziert wird, regelmäßig über die Wege uneinig, die sie bei der Bewältigung schwieriger Probleme beschreitet. Dementsprechend wird die Linse, durch die das jeweilige Thema betrachtet wird, häufig nicht den Erfordernissen einer wissenschaftlichen Befragung gerecht. Das Problem der wissenschaftlichen Welt, die solche Fragen lösen soll, ist, dass diese akademische Welt gespalten ist. Alles wird innerhalb des engen Rahmens einer bestimmten Disziplin untersucht. Die Frage der synchronen, anormalen Destabilisierung aller Erdschichten und der damit verbundenen Gefahr einer drohenden Zerstörung unseres Planeten kann jedoch nur mit einem globalen, interdisziplinären Ansatz untersucht werden. Die Frage ist, wie erreichen wir das jetzt? Ich hatte lange Zeit keine Antwort auf diese Frage, tatsächlich bis 2022, um präzise zu sein. In Washington, D.C. habe ich die Antwort schließlich erhalten. Im November 2022 wurde ich als Redner zu einer Veranstaltung eingeladen, die im National Press Club in Washington, D.C. nur zwei Blocks vom Weißen Haus entfernt stattfand. Die Veranstaltung war geopolitischen Themen gewidmet und wurde von bekannten US-amerikanischen und ausländischen Fachleuten für Regierungsangelegenheiten besucht. Auf dieser Veranstaltung hörte ich zum ersten Mal einen bedeutsamen Bericht über den Klimawandel, der von den amerikanischen Vertretern des Projekts Kreative Gesellschaft vorgetragen wurde, die ebenfalls als Redner eingeladen waren. Die Vertreter der kreativen Gesellschaft hielten einen fundierten Vortrag über eines der drängendsten Themen, das mich seit vielen Jahren beschäftigt. Die Zunahme der Häufigkeit und Intensität von Klimakatastrophen auf der Erde sowie die Möglichkeiten, diese vorherzusagen und abzumildern. Obwohl es sich nicht um einen umfassenden Bericht, sondern eher um eine knappe Zusammenfassung handelte, erkannte ich schon bei dieser Präsentation seinen hohen wissenschaftlichen Wert, denn er enthielt einzigartige wissenschaftliche Daten aus den Bereichen Geologie, Klimatologie und Seismologie, sowie eine tiefgreifende geophysikalische Analyse der Dynamik von Prozessen im Erdkern und ihrer Wechselbeziehungen mit zyklischen Prozessen im Weltraum. In der Tat einzigartig. Ich fand ihre Rhetorik sehr faszinierend und sie stimmte mit meinem eigenen Verständnis der Materie überein.
Darüber hinaus fühle ich mich verpflichtet hervorzuheben, dass es das erste Mal war, dass ich auf eine so umfassende wissenschaftliche Arbeit stieß, die sich unter anderem mit Fragen der supranationalen Sicherheit befasste, die auch in den Bereich meines Fachgebiets fällt. Der enorme Wert dieses Berichts bestand für mich darin, dass er nicht nur die Frage der fortschreitenden Verschlechterung des Ökosystems unseres Planeten und der Intensivierung von Klimakatastrophen behandelte, sondern auch die Frage der Unvermeidbarkeit dieser klimatischen Prozesse und der entscheidenden Notwendigkeit, Wege zu finden, ihnen entgegenzuwirken. Diese Erkenntnisse zogen meine persönliche Aufmerksamkeit an und ich begann meine Zusammenarbeit mit der kreativen Gesellschaft, indem ich ihre Arbeiten, Veröffentlichungen und die wissenschaftlichen Erkenntnisse, mit denen sie arbeiteten, weiter studierte. Im April 2023 nahm ich sogar als Ehrengastredner an einem von der kreativen Gesellschaft organisierten internationalen Forum teil mit dem Titel Globale Krise – Es gibt einen Ausweg, das in 150 Sprachen übersetzt wurde. Ziemlich beeindruckend. Ich habe auch den umfangreichen Klimabericht in zwei Teilen sorgfältig geprüft, wobei der erste Teil auf dem vorangegangenen internationalen Forum mit dem Titel Globale Krise – Vereinigung ist unsere Rettung und der zweite Teil auf dem Forum, auf dem ich meinen Vortrag hielt, veröffentlicht wurden. Dieser Bericht war von hohem wissenschaftlichen Niveau und stützt sich auf eine gründliche und eingehende Analyse der geophysikalischen und astronomischen Prozesse sowie den Mustern der Veränderungen im Kern unseres Planeten, im Ozean, in der Atmosphäre, im erdnahen Bereich und im Weltraum. Ich fand Ihren interdisziplinären Ansatz sehr beeindruckend und ich schätze ihn sehr. Die tiefgreifende Verarbeitung der in dem Bericht enthaltenen Daten, die Nutzung eines breiten Spektrums wissenschaftlicher Ressourcen und die logische Kohärenz, mit der die Argumente untermauert werden, zeugen von einem sehr hohen, monumentalen internationalen Aufwand, der während der Erstellung des Berichts unternommen wurde. Und dies, obwohl der Bericht zu meinem Bedauern nicht in wissenschaftlicher Sprache, sondern in einer für die breite Öffentlichkeit verständlichen Sprache verfasst wurde. Der wichtigste Aspekt dieses Berichtes war die Vorstellung eines mathematischen Modells der Entwicklung der Klimakatastrophen, das von einem interdisziplinären Team von Wissenschaftlern akribisch ausgearbeitet wurde. Diesem Modell zufolge besteht eine extrem hohe Wahrscheinlichkeit, dass unser Planet bis zum Jahr 2036 seine Atmosphäre verliert, weil in der Nähe des Marianengrabens ein kolossales Magmavolumen ausbricht, gefolgt von einem gewaltigen hydraulischen Stoß im Pazifischen Ozean. Infolgedessen wird sich der Planet in ein lebloses, marsähnliches Objekt verwandeln. Ebenso faszinierte mich Ihre Behauptung, dass das Leben auf dem Planeten innerhalb von 7 Jahren unerträglich werden könnte, weil die Temperaturen sowohl in der Atmosphäre als auch in den Ozeanen extrem ansteigen, die seismische und vulkanische Aktivität steigt und die Stärke der Wirbelstürme und Taifune auf dem Planeten zunimmt. Ich habe dieses mathematische Modell geprüft und verifiziert und unabhängig davon auf der Grundlage öffentlich zugänglicher Daten Diagramme zur Progression erstellt. Dabei habe ich festgestellt, dass alle von den Wissenschaftlern gezogenen Schlussfolgerungen über das tatsächliche Ausmaß der Klimakatastrophe sowie ihre Berechnungen und das von ihnen entwickelte mathematische Modell zweifelsfrei zutreffend sind. Ihre Schlussfolgerungen stützen sich vollständig auf glaubwürdige, zuverlässige und überprüfbare offene Datenquellen. Was mich am meisten beeindruckte, war die Tatsache, dass alle Daten, die Sie auf dem Forum präsentierten, ausschließlich aus offenen Quellen stammten. Und Sie waren die Ersten, die diese Informationen zusammenstellten, analysierten und Schlussfolgerungen daraus zogen. Ich fand und finde es immer noch rätselhaft, warum niemand vor Ihnen diese Aufgabe übernommen hat. Die unbestreitbaren Daten weisen eindeutig darauf hin, dass die Katastrophen auf der Erde in geometrischer Progression eskalieren und innerhalb von nur 13 Jahren kein Leben mehr auf unserem Planeten möglich sein wird. Ein Schicksal, das leider auch die Menschheit teilen wird. Diese Informationen geben Anlass zu größter Besorgnis und sind der eigentliche Grund, warum ich mich heute an Sie wende. Bevor ich auf den Kern meiner Ausführungen eingehe, möchte ich einen wichtigen Aspekt hervorheben, der von größter Bedeutung ist und einen großen Wert darstellt. Ich möchte Ihre Aufmerksamkeit auf die folgende Frage lenken.
Angesichts der außergewöhnlich präzisen und umfassenden Darstellung der klimatischen Veränderungen auf dem Planeten, die von den Teilnehmern der kreativen Gesellschaft vorgelegt wurde und unter der Berücksichtigung der Tiefe und unerschütterlichen Genauigkeit ihrer Analysen, die die Fähigkeit jeder Universität oder Nation in der modernen Welt übertreffen, stellt sich natürlich die Frage, woher nehmen gewöhnliche Freiwillige solch tiefgreifendes und allumfassendes Wissen, das sich den heutigen wissenschaftlichen Erkenntnissen entzieht. Ich habe mich eingehend mit diesem Thema befasst und festgestellt, dass sich in den Reihen des Projekts Kreative Gesellschaft neben zahlreichen anderen Organisationen auch die internationale gesellschaftliche Bewegung ALATRA befindet, deren Freiwillige ebenfalls aktiv an dem Projekt teilnehmen. Ich habe mich eingehend mit ALATRA befasst und mich in das Studium der Aktivitäten und Veröffentlichungen der Organisation vertieft. Ich fand heraus, dass ALATRA bereits seit 2014 die Frage nach der unaufhaltsamen Eskalation von Klimakatastrophen und deren zyklischen Charakter aufwirft. Die Kreative Gesellschaft als offizielles Projekt wurde meines Wissens jedoch erst 2019 ins Leben gerufen. So wurde mir klar, dass die Tätigkeit der ALATRA-Freiwilligen als Quelle der wissenschaftlichen Grundlagen für das Projekt Kreative Gesellschaft gedient hat. So findet das von ALATRA kuratierte wissenschaftliche Wissen seine Fortsetzung und öffentliche Verbreitung im Rahmen des Projekts Kreative Gesellschaft. Außerdem habe ich Grund zu der Annahme, dass die wissenschaftlichen Informationen, die der Öffentlichkeit durch das Projekt zugänglich gemacht werden, nur die Spitze des Eisberges sind. Verglichen mit der Breite des Wissens, über das die Vertreter der Bewegung ALATRA verfügen, natürlich ist meine Neugierde geweckt, woher dieses Wissen bei ALATRA stammt. Bei meinen eingehenden Nachforschungen entdeckte ich, dass schon lange vor der offiziellen Registrierung dieser internationalen Bewegung eine offizielle und umfangreiche interdisziplinäre Gemeinschaft von Wissenschaftlern seit Jahrzehnten aktiv war. Diese Gemeinschaft bestand aus Fachleuten verschiedenster Richtungen: Physiker, Geophysiker, Geologen, Historiker, Archäologen, Neurophysiker und sogar Politikwissenschaftler, Religionswissenschaftler, Psychologen, Psychiater und Experten aus unzähligen anderen wissenschaftlichen Disziplinen. Diese Wissenschaftler waren über verschiedene wissenschaftliche Einrichtungen und Laboratorien in verschiedenen Ländern rund um den Globus verstreut. Was sie alle vereinte, war ein aufrichtiger Wissensdurst. Dennoch hatten sie aufgrund von Zensur und Druck seitens der akademischen Gemeinschaft oft nicht die Möglichkeit, die vielen wichtigen Aspekte ihrer wissenschaftlichen Gebiete zu erforschen. Deshalb starteten sie ein unabhängiges Projekt und haben ihr multidisziplinäres Fachwissen gebündelt, um unsere Geschichte, unseren Planeten und unsere Gesellschaft als Ganzes zu erforschen. Sie haben sich nicht eingeschränkt und integrierten bereitwillig in ihre Arbeit Theorien, die von der wissenschaftlichen Gemeinschaft verboten oder übersehen worden waren. Die Vertreter dieser internationalen Gemeinschaft von Wissenschaftlern beschäftigen sich mit der Erforschung verschiedener Aspekte der Natur und des Kosmos, wobei sie ein breites Spektrum wissenschaftlicher Disziplinen abdecken. So nutzen sie verschiedene Bereiche der Wissenschaft wie die Teilchenphysik, Quantenphysik, Kernphysik, Astrophysik, Klimatologie, Paläoklimatologie, Archäologie, Geologie, Geophysik, Glaziologie sowie Gerontologie, Biophysik, Zytologie und sogar Geschichte, Linguistik, Religionswissenschaft und Psychophysiologie sowie zahlreiche andere wissenschaftliche Bereiche. Bei ihren Forschungen hat diese Gruppe von Wissenschaftlern tiefgreifende und unumkehrbare Veränderungen auf der Erde entdeckt, die eng mit den Auswirkungen zyklischer, kosmischer Phänomene verbunden sind. Insbesondere haben sie eine besondere Form der kosmischen Strahlung identifiziert, die von der heutigen Wissenschaft noch nicht erforscht wurde, aber alle 12.000 Jahre auf den Erdkern einwirkt. Sie entdeckten auch, dass dies zu einer Störung des geologischen und klimatischen Gleichgewichts des Planeten führt. Diese Strahlung destabilisiert den Erdkern, was zu einer Zunahme der Häufigkeit und des Ausmaßes von Erdbeben, Vulkanausbrüchen, Tsunamis, Wirbelstürmen, Überschwemmungen, Dürreperioden und anderen katastrophalen Ereignissen führt. Sie haben vorausgesagt, dass diese Katastrophen in naher Zukunft ein solches Ausmaß erreichen werden, das zu einem weit verbreiteten Verlust von Menschenleben, der Zerstörung der Infrastruktur und dem möglichen Zusammenbruch der gesamten menschlichen Zivilisation führen wird. Natürlich wurde den Wissenschaftlern in dieser Gemeinschaft klar, dass sie zu dieser Wahrheit nicht schweigen konnten und dass es notwendig war, Alarm zu schlagen, damit die Menschen darüber informiert werden. Sie verstanden jedoch sehr gut, dass sie sich selbst und ihre Forschung nicht öffentlich preisgeben konnten.
Dies wäre nicht nur gefährlich für ihr Leben und ihre Karriere, sondern was noch wichtiger ist, sie erkannten, dass sie, wenn sie sich öffentlich der offiziellen wissenschaftlichen Darstellung widersetzten, ihren Arbeitsplatz verlieren würden und ihnen der Zugang zu Labors und Geräten verwehrt bliebe, die für die weitere Erforschung der globalen Bedrohung, die sie aufgedeckt hatten, entscheidend sind. Da sie wussten, wie das System von innen heraus funktioniert, waren sie sich auch bewusst, dass die Offenlegung der Wahrheit sie der Verfolgung und Bedrohung durch Kräfte aussetzen würde, die den Status quo aufrechterhalten und die Wahrheit vor der Öffentlichkeit verbergen wollen. Daher beschlossen diese Wissenschaftler, Schritt für Schritt vorzugehen. Zunächst gründeten sie eine Organisation namens LAGODA, die als Plattform für den Informationsaustausch und die Koordinierung von Maßnahmen diente. Sie beschlossen auch, einen Weg zu finden, ihr Wissen mit Hilfe von Menschen, die nicht gleichgültig waren, an die Öffentlichkeit zu bringen. Später organisierten sie eine internationale gesellschaftliche Bewegung mit dem Namen ALATRA, benannt nach einem Buch mit demselben Titel. So fand diese internationale Gruppe von Wissenschaftlern Unterstützung bei normalen Menschen aus verschiedenen Ländern und Berufen, die ebenfalls an der wissenschaftlichen Erforschung und Rettung des Planeten interessiert waren. ALATRA wurde zu einer vereinigten Plattform sowohl für Wissenschaftler als auch für Menschen verschiedener Berufe und Fachrichtungen auf der ganzen Welt. Nun konnten Wissenschaftler die echte Wissenschaft studieren, ohne ihren Arbeitsplatz zu verlassen und ohne Anweisungen von oben zu folgen. Und die Menschen begannen ihrerseits Informationen über den Klimawandel und Katastrophen aktiv über das Internet, soziale Netzwerke, Videos, Bücher, Vorträge und andere Formen der Aufklärung zu verbreiten. Ebenso führten sie praktische Experimente und Beobachtungen durch, die die von diesen Wissenschaftlern aufgestellten Hypothesen bestätigten. In ihren Arbeiten nutzen die Wissenschaftler von ALATRA Methoden verschiedener wissenschaftlicher Disziplinen, Linguistik, Archäologie, Astronomie, Geologie, Paläoklimatologie und andere. Sie vergleichen eine Vielzahl von Informationsquellen und Materialien in verschiedenen Sprachen aus der ganzen Welt und erkennen gemeinsame Muster und Trends. Sie bewerten bestehende Theorien kritisch und schlagen alternative Arbeitshypothesen vor. Sie setzen ihr Fachwissen, ihre Erfahrung und ihr Wissen zum Nutzen der gesamten Menschheit ein. Ich muss zugeben, ich bin tief beeindruckt von solch akribischen Bemühungen. In meiner eigenen wissenschaftlichen Arbeit war ich stets bestrebt, in die Essenz jeder Disziplin einzutauchen, ganz gleich in welchem Fachgebiet ich tätig war, sei es in der Teilchenphysik oder in den Gesetzmäßigkeiten vulkanischer Prozesse. Und auch ALATRA verfolgt den gleichen Ansatz. Ebenso möchte ich die einzigartige Herangehensweise der Wissenschaftler von ALATRA bei der Erforschung der Religionen hervorheben. Sie sind wirklich außergewöhnlich in ihrer kritischen Analyse der Religionen von einem wissenschaftlichen Standpunkt aus. Für diese Wissenschaftler wird die Religion in erster Linie als Geschichte betrachtet. Dies ist etwas, das wir als Wissenschaftler im Allgemeinen übersehen oder unterschätzt haben. Und das ist ein Fehler. ALATRA befasst sich mit verschiedenen Aspekten der Religion, doktrinäre, soziale, psychologische, sowie mit der Geschichte, Philosophie, Symbolik und Ethik der verschiedenen Weltreligionen. Sie untersuchen die Manipulationen und Verzerrungen, die innerhalb der Religionen durch den Einfluss von Politik, Wirtschaft und persönlichen Interessen entstanden sind. Und all dies wird gründlich untersucht, um zu verstehen, warum wir, die Menschheit, nicht in einer geeinten, sicheren und friedlichen Welt leben, wie sie uns von jenen hinterlassen wurde, die die Religionen Propheten nennen. Und wer waren die Propheten? Sie waren die weisesten Menschen, die die Grundlagen für ethisches und moralisches Verhalten, die Leitwerte einer geeinten, sicheren und friedlichen Gesellschaft einführten. Sie warnten auch vor der zyklischen Natur der Klimakatastrophen und deren Folgen. Das ist es, wovon ALATRA im Wesentlichen spricht. Aber das Paradoxe ist, dass die meisten Menschen auf der Welt leider nicht in der Lage sind, die volle Tiefe der von ALATRA präsentierten und realisierten wissenschaftlichen Informationen zu begreifen. Ich würde sogar noch weitergehen und sagen, dass nur wenige den wahren wissenschaftlichen Schatz begreifen können, der seit so vielen Jahren vor uns liegt. Manche finden es einfacher, es als Religion abzustempeln, aber in ALATRA gibt es keine Religion. Es gibt Wissenschaft und Wahrheit. Diejenigen, die ALATRA eine Religion nennen, sind entweder schlecht gebildet oder voreingenommen. Sie sehen die Wahrheit nicht, die direkt vor ihnen liegt. Sie sind nicht in der Lage, die volle Bedeutung und den Wert von ALATRA für die gesamte Menschheit zu verstehen.
In Wirklichkeit ist Alatra die Wissenschaft. Sie ist eine Enzyklopädie des Wissens. Sie ist die grundlegendste und brillanteste Organisation, die alle Wissenschaften auf interdisziplinärer Ebene für ein gemeinsames Ziel vereint hat: die Bewahrung des Lebens der gesamten Menschheit. Ich verstehe vollkommen, warum Alatra derzeit dem Druck und der Verfolgung einer supranationalen Organisation ausgesetzt ist, die diese Welt kontrolliert und im Schatten agiert. Natürlich bin ich mir bewusst, dass es seit Jahrtausenden eine uralte Organisation gibt, die diese Welt regiert, die sogenannten Architekten dieser Welt. Alatra entlarvt mit ihrer Grundlagenforschung ihre Pläne und Vorhaben und ist daher zum Ziel ihrer Angriffe und ihres Widerstands geworden, da sie ihr gut etabliertes System der Weltregierung stört. Aber das ist nicht das Thema unseres heutigen Gespräches. Ich komme nun zu dem wichtigsten Punkt meines Berichts, der Aspekt des Wissens von Alatra, der heute nicht nur für mich, sondern für die gesamte Menschheit von größtem Interesse ist das Wissen von Alatra über den Klimawandel und den katastrophalen Verlauf von Kataklysmen. Außerdem ist es das Wissen darüber, wie diese wirklich beispiellose Herausforderung in der Geschichte der Menschheit bewältigt werden kann. Dieses Wissen basiert auf einem tiefen Verständnis der Gesetze, die die Erde und den Weltraum beherrschen und ermöglicht die Vorhersage und Prognose künftiger Szenarien des Klimawandels und der Folgen dieser Veränderungen für das Leben auf dem Planeten. Dieses Wissen bietet eine echte Lösung für das Überleben der Menschheit inmitten der globalen Klimabedrohung. Wir können dieses Wissen nicht ignorieren oder ablehnen, wenn wir unseren Planeten und unsere Zukunft bewahren wollen. Ich werde nun auf das zurückkommen, was ich über Alatra herausgefunden habe, über die Aktivitäten dieser sehr wissenschaftlichen internationalen Gemeinschaft, die lange Zeit vor der Öffentlichkeit verborgen blieb und, was noch wichtiger ist, im Verborgenen agierte, um sich dem allsehenden Auge der Architekten dieser Welt zu entziehen. Diese Gruppe bestand aus einer Vielzahl von Wissenschaftlern, die sich bereits 1996 interdisziplinär mit Klima- und geodynamischen Veränderungen auf dem Planeten befassten. Genau zu diesem Zeitpunkt traten die ersten erheblichen Veränderungen im Erdkern auf, die durch Veränderungen im Magnetfeld und den geophysikalischen Parametern des Planeten nachgewiesen wurden. Vertreter dieser Gruppe von Wissenschaftlern organisierten Expeditionen, entnahmen Eiskerne und führten Feld-, Satelliten- und Laborforschungen durch. Sie untersuchten spektrale Gravimetriedaten, seismische Tomographiedaten, Geochronologie und die chemische Zusammensetzung von Eis. Sie analysierten die Isotopenzusammensetzung des Wassers, die Konzentration vulkanischer Gase, die Temperaturen an der Oberfläche und am Meeresboden, die seismische Aktivität, die Sonnenaktivität und andere Faktoren, die das Klima beeinflussen. Sie haben geodynamische Modellierungen durchgeführt. Sie haben nicht nur geologische und paläoklimatische Aufzeichnungen analysiert, sondern auch, was ich für ebenso wichtig halte, die Daten aus Geschichte, Archäologie, Mythologie und Religion. Sie setzen das gesamte Bild unseres Universums wie ein Puzzle zusammen und berücksichtigen dabei die Geschichte und die Daten, die sie durch die empirische Wissenschaft erhalten haben. Die Forscher von Alatra haben eine große Tiefe an wissenschaftlichen Erkenntnissen und Entdeckungen gezeigt, die über unser heutiges Verständnis hinausgehen. In den nachfolgenden Ausführungen werde ich nur einige Beweise für ihre fortgeschrittenen Fähigkeiten anführen. Ich möchte ein Beispiel anführen. Vor einem Jahrzehnt veröffentlichten sie ihre Entdeckung, dass der zunehmende Fluss endogener Neutrinos aus dem Erdkern auf bevorstehende seismische Ereignisse hindeutet. Diese Entdeckung beruhte auf empirischen Untersuchungen, die durch den Einsatz von tragbaren Neutrino-Detektoren durchgeführt wurden, die von den Forschern selbst entwickelt worden waren. Bemerkenswert ist, dass diese tragbaren Detektoren von einer einzelnen Person getragen werden konnten, was einen deutlichen Unterschied zu den riesigen modernen Neutrino-Observatorien darstellt, für deren Betrieb umfangreiche Gebäude und Laboratorien erforderlich sind. Erst in jüngster Zeit hat unsere moderne Wissenschaft bestätigt, dass sich der Neutrinostrom aus den Tiefen der Erde in bestimmten Regionen tatsächlich verstärkt hat und als Anzeichen für bevorstehende Erdbeben fungiert. Die Wissenschaftler von Alatra haben alle wissenschaftlichen Gemeinschaften der Welt um Jahrzehnte übertroffen.
Wir sind erst Jahre später zu denselben Schlussfolgerungen gelangt, als Sie diese schon lange vor uns erreicht hatten. Ihre Fortschritte bei den wissenschaftlichen Entdeckungen waren unseren wissenschaftlichen Bestrebungen weit voraus. Darüber hinaus haben uns die Wissenschaftler von Alatra schon vor 10 Jahren gewarnt, dass die Zahl der Klimaflüchtlinge zunehmen würde und dass dieses Problem dringend Aufmerksamkeit erfordert. Sie warnten vor einer massiven, ungeregelten Klimamigration. Damals hat niemand auf sie gehört und heute wird dieses Thema in allen Medien diskutiert. Aber damals waren wir uns der Dringlichkeit dieses Problems nicht bewusst und natürlich wurden die Warnungen von Alatra nicht beachtet. Aber jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, an dem wir in die gefährlichste Phase für das Leben auf dem Planeten eintreten. Wir haben nicht länger das Recht, das wahre Wissen zu ignorieren. Wie ich bereits angedeutet habe, ist es gerade dem interdisziplinären und unvoreingenommenen Ansatz der Wissenschaftler von Alatra zu verdanken, dass die Ursache für die anormalen Veränderungen im Erdkern und die Zunahme von Katastrophen in der heutigen Zeit gefunden wurde. Diese Ursache ist die zyklische Natur der Klimakatastrophen, die sich alle 12.000 Jahre auf unserem Planeten ereignen und alle 24.000 Jahre mit noch größerer Intensität. Sie nannten dieses zyklische Phänomen metaphorisch den Klima-Cerberus, nach der unbarmherzigen Kreatur aus der altgriechischen Mythologie. Nach bisherigen Schätzungen werden wir im Jahr 2024 voll in diesen Zyklus eintreten. Tatsächlich erleben wir aber schon heute, dass die Welt zu kollabieren beginnt. Und schon jetzt nimmt die Intensität und Häufigkeit von Katastrophen so schnell zu, wie es vor den vergangenen Zyklen nie der Fall war. Denken Sie beispielsweise an die Ereignisse in China allein im Juli 2023. Nach Angaben des chinesischen Ministeriums für Notfallmanagement waren 16 Millionen Menschen in 27 Provinzen, autonomen Regionen und Gemeinden von Überschwemmungen, Erdrutschen, Dürren und Tornados betroffen. Davon wurden 703.000 Menschen evakuiert. Darüber hinaus sind in Peking seit Anfang August 133.000 Menschen von den Überschwemmungen betroffen. Dies ist seit 140 Jahren die größte Überschwemmung in China. Am 6. August ereignete sich ein Erdbeben der Stärke 5,5, das zum Einsturz von 126 Häusern führte. Innerhalb weniger Tage hat China enorme Schäden erlitten, die weiterhin um Milliarden von Dollar anwachsen. China ist, gemessen am Bruttoinlandsprodukt, die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt und führend in Innovation und Technologie. Aufgrund seiner geografischen Lage ist China jedoch anfällig für verschiedene Naturkatastrophen wie Überschwemmungen, Dürreperioden, Erdbeben und Tsunamis. Mit hoher Wahrscheinlichkeit kann behauptet werden, dass China aufgrund der Intensivierung des Wachstums und der Häufigkeit von Klimakatastrophen am Rande einer Wirtschaftskrise steht, die unvorhersehbare Folgen für die Weltgemeinschaft haben könnte. Wenn die chinesische Wirtschaft und Industrie zusammenbricht, werden der Welthandel und die globale Produktion erhebliche Schwierigkeiten erleiden. Auch humanitäre Katastrophen im Zusammenhang mit Massenmigrationen der Bevölkerung, Epidemien und Hungersnöten sind möglich. Es ist wichtig zu betonen, dass Alatra schon lange vor dem heutigen Tag davor warnte, dass China, das einem Koloss auf tönernen Füßen gleicht, in naher Zukunft aufgrund von Klimakatastrophen verwüstet werden würde. Sie warnten auch, dass in ganz China nur 2 kleine zum Leben geeignete Gebiete übrig bleiben würden. Paradoxerweise verfügen diese Gebiete derzeit über keine nennenswerte Infrastruktur oder Industrie. Außerdem sind diese Regionen so klein, dass sie kaum einen Bruchteil der Bevölkerung aufnehmen könnten, ganz zu schweigen von den industriellen Kapazitäten. Außerdem ist der Nahe Osten, insbesondere die Vereinigten Arabischen Emirate, VAE, eine der Regionen, für die die Alatra-Wissenschaftler eine rasche Zunahme der Häufigkeit und Intensität von Klimakatastrophen prognostizieren. Die Alatra-Wissenschaftler haben nicht nur eine genaue Vorhersage der zunehmenden Katastrophen speziell in dieser Region gemacht, sondern auch davor gewarnt, dass das gesamte Territorium der Vereinigten Arabischen Emirate bald zu einer öden Wüste werden würde. Die aktuellen Beobachtungen bestätigen ihre Vorhersagen, denn die Katastrophen in dieser Region nehmen jedes Jahr zu und das ist erst der Anfang.
Die Alatra-Wissenschaftler haben die Dynamik von Klimakatastrophen vorhergesagt, die sich bereits weltweit verstärken und unseren Planeten und unser Leben zerstören. Doch was sie für die unmittelbare Zukunft prognostizieren, ist noch alarmierender. Ich möchte betonen, dass es nicht meine Absicht ist, Ihnen Angst zu machen, sondern Sie über die Realität zu informieren, wovon ich mich persönlich überzeugt habe. Ich habe die Daten, die wissenschaftliche Forschung und die Prognosen von Alatra geprüft und bin von deren Tiefe und Relevanz beeindruckt. Stellen Sie sich vor, während die Wissenschaft versucht, die Quantenmechanik zu verstehen, ein Gebiet, das sich unserem vollständigen Verständnis noch entzieht, befassen sich die Wissenschaftler von Alatra seit langem mit Fragen jenseits der Quantenebene. Fragen, die wir dringend untersuchen müssen, um die Auswirkungen der externen kosmischen Strahlung auf den Kern unseres Planeten anzugehen. Um dies zu erreichen, müssen wir alle unsere Ressourcen mobilisieren und alle unsere Fähigkeiten einbinden. Als Menschheit haben wir es versäumt, die Warnungen von Alatra vor 10 Jahren zu beherzigen, als wir noch reichlich Zeit hatten. Es wird ein fataler Fehler für die Menschheit sein, wenn wir sie jetzt ignorieren würden. Die derzeitige Lage der Weltwirtschaft und des Klimas erfordert ein sofortiges und koordiniertes Handeln aller Beteiligten. Welche Strategien sollen angewandt werden, um die mit dem wirtschaftlichen Niedergang und dem Klimawandel verbundene Krise zu überwinden? Ist es wirklich notwendig, Schutzstädte mit vertikalen Farmen zu errichten, um noch ein paar Jahre zu überleben, nur um letztendlich unterzugehen? Oder ist es zwingend erforderlich, das Problem auf globaler Ebene anzugehen? Einige Wissenschaftler und politische Entscheidungsträger argumentieren gegen die Verbreitung von Informationen über den Ernst der Lage, um keine Panik zu schüren und die Gesellschaft nicht zu destabilisieren. Ein solcher Ansatz kann jedoch gefährlich sein, da er die Suche nach praktischen Lösungen für dieses Problem behindert. Es ist vergleichbar mit einer Situation, in der ein Patient eine Krankheit hat und sich weigert, zum Arzt zu gehen, weil er auf Selbstheilung hofft. In solchen Fällen steigt das Risiko, dass der Patient stirbt, erheblich. Daher ist ein offener und objektiver Dialog zwischen allen beteiligten Parteien unerlässlich, um die optimale Strategie zur Rettung der Menschheit vor einer globalen Katastrophe zu wählen. Womit aber hat sich die Weltgemeinschaft bei der Bewältigung der Klimafragen befasst? Wir sammeln immer noch Gelder, um den Anstieg der CO2-Konzentration zu bekämpfen, der in Wirklichkeit ein Ausgleichsmechanismus im 12.000-jährigen Zyklus von Katastrophen ist. Die Erwärmung der Ozeane hat zur Folge, dass CO2 freigesetzt wird. Der nächste natürliche Schritt zur Kompensation des Wärmeanstiegs auf dem Planeten ist die Aktivierung von Vulkanen. Dies ist ein natürlicher Prozess. Warum? Weil unser Planet die CO2-Konzentration mit allen möglichen Mitteln erhöhen wird. Unser Planet braucht jetzt eine Erhöhung der CO2-Konzentration, keine Verringerung. Der Anstieg der CO2-Konzentration findet jedes Mal während des Zyklus statt, wie unabhängige Untersuchungen von Eisbohrkernen zeigen, und die Wissenschaftler von Alatra haben seit geraumer Zeit offen darüber gesprochen. Wie funktioniert dieser Ausgleichsmechanismus? Zunächst sättigt die Verdunstung der Ozeane die Atmosphäre mit Wassermolekülen. Dann setzt der Ozean schwebendes CO2 frei, das in den mittleren Schichten der Atmosphäre einen Schutz gegen äußere Strahlung und eine Chance für das Überleben des Lebens auf dem Planeten schafft. Durch Langzeitbeobachtungen der geologischen Aktivität der Erde hat sich ein Muster herauskristallisiert. Gerade während der 12.000 und 24.000 Jahreszyklen nehmen die Anzahl und die Stärke der verschiedenen Arten von Vulkanausbrüchen zu, darunter auch Stratovulkane. Dies ist Teil des natürlichen Selbstregulierungsmechanismus des Planeten, der darauf abzielt, den CO2-Gehalt in der Atmosphäre zum Schutz zu erhöhen. Auch der Ozean spielte in der Vergangenheit eine entscheidende ausgleichende Rolle. Er übertrug endogene Wärme aus den Tiefen der Erde in die Atmosphäre und kühlte so das Magma. Der Ozean trug auch dazu bei, dass in den unteren Schichten der Atmosphäre reichlich Sauerstoff produziert wurde, wodurch die Voraussetzungen für das Leben geschaffen wurden. Gleichzeitig bildeten die Vulkane durch den Ausstoß von CO2 in die oberen Schichten der Atmosphäre einen Abschirmeffekt, der die Erde vor kosmischer Strahlung schützte. Durch unsere menschlichen Aktivitäten, die Verschmutzung des Ozeans mit Plastik und Kohlenwasserstoffen, haben wir jedoch seinen Ausgleichsmechanismus gestört, so dass der Ozean seine Hauptfunktion, die Kühlung des Magmas, nicht mehr erfüllt.
Das ist in der Tat alarmierend, denn in früheren Zyklen war es der Ozean, der das Leben auf dem Planeten während zyklischer Katastrophen bewahrte. Doch wir haben uns dieses Schutzes beraubt und damit den ohnehin schon sehr intensiven 24.000-Jahreszyklus von Katastrophen noch weiter verschärft. Daher besteht heute die Gefahr, dass sich das Schicksal des Mars wiederholt, der aufgrund der intensiven kosmischen Strahlung ebenfalls seinen Ozean und seine Atmosphäre verlor. Vor vielen Jahren versuchten die Wissenschaftler von Alatra, uns all das zu vermitteln, indem sie auf den katastrophalen Zustand des Ozeans und seine zentrale Rolle für die Zukunft unseres Planeten hinwiesen, als wir noch keine klare Vorstellung hatten und uns dieses Problems nicht bewusst waren. Die Wissenschaftler von Alatra wurden nicht gehört, denn unserer Meinung nach schien mit dem Ozean alles in Ordnung zu sein. Das war es auch. Aber jetzt erleben wir eine völlig andere Situation. Derzeit haben sich in den oberen Schichten des Ozeans beträchtliche Mengen an Energie angesammelt, was in offenen wissenschaftlichen Quellen bereits diskutiert wird. Sie verschweigen jedoch, was die Wissenschaftler von Alatra schon seit langem sagen, nämlich, dass der Ozean in den unteren Schichten viel mehr Energie ansammelt, was sich zerstörerisch auf unsere Atmosphäre auswirkt. Und die Folgen dessen sehen wir heute. Die gespeicherte Energie im Ozean ist extrem gefährlich. Wir wissen, wenn sich irgendwo Energie ansammelt, wird sie auf natürliche Weise freigesetzt. Es wäre eine Katastrophe für uns, wenn wir nicht sofort etwas unternehmen würden. Die Menschheit verdankt es Alatra, dass wir immer noch die Möglichkeit haben, unsere kollektiven Anstrengungen zu bündeln, um diese äußerst wichtige Aufgabe zu lösen. Wir können unseren Planeten noch retten. Wenn wir jedoch unser Handeln hinauszögern, werden wir die Katastrophen nicht mehr verhindern können. Unser Planet steht heute vor einer noch nie dagewesenen Katastrophe. Die Lage würde hoffnungslos scheinen, wenn es nicht einen entscheidenden und wertvollen Faktor gäbe: Alatra. Vertreter von Alatra haben bereits vor über einem Jahrzehnt damit begonnen, uns öffentlich vor dieser Klimagefahr zu warnen, vor einer Bedrohung, die dem Planeten und der gesamten Menschheit droht. Und sie stellten eine echte Lösung vor. Aber haben wir auf sie gehört? Nein. Hat die wissenschaftliche Gemeinschaft auf sie gehört? Nein. Wir, Wissenschaftler, halten uns für zu klug, um auf andere zu hören. So war es auch bei mir. Ich war es gewohnt, nur meinen eigenen Daten, meinen eigenen Berechnungen und meinen eigenen Beweisen zu trauen. Und nun habe ich selbst alle von Alatra zur Verfügung gestellten Daten akribisch geprüft, das mathematische Modell, das das exponentielle Wachstum der Klimakatastrophen vorhersagt, verifiziert, und ich habe bestätigt, dass das Modell leider stimmt. Ich, Egon Scholakian, als jemand, der an der Entwicklung der Methodik zur Analyse der Zuverlässigkeit von Informationen beteiligt war, die heute von der CIA und anderen Geheimdiensten verwendet wird, habe dieses mathematische Modell sorgfältig geprüft. Ich verfüge über ausreichende berufliche Erfahrung und Kompetenz, um zu bestätigen, dass es wahrheitsgemäß und genau ist und die tatsächliche Dynamik und die Tendenz widerspiegelt. Ja, es ist keine beruhigende Tendenz, aber das macht sie nicht weniger real. Jeder Wissenschaftler kann dies unabhängig überprüfen, indem er seine Berechnungen einfach anhand offen zugänglicher Daten durchführt. Dieses mathematische Modell ist absolut real, ebenso real wie die Tatsache, dass der gegenwärtigen Menschheit weniger als 10 Jahre für rasches und energisches Handeln bleiben, um etwas für ihre eigene Rettung zu unternehmen. Vielleicht kommt es Ihnen so vor, als würde ich Alatra zu häufig erwähnen, aber das liegt nur daran, dass Sie sich des Wertes und der Bedeutung Ihres Beitrages für unsere Zukunft vielleicht nicht ganz bewusst sind. Hätten wir nur früher auf das gehört, was die Vertreter von Alatra uns sagten, dann hätten wir heute zweifellos mehr Chancen und mehr Möglichkeiten, dieses globale Problem anzugehen und bereits jetzt zahlreiche Klimakatastrophen zu verhindern, die leider schon unzählige Menschenleben forderten und weiterhin fordern werden. Wir hätten den Verlust von so vielen Menschenleben verhindern können, wenn wir auf die Botschaft von Alatra gehört hätten. Doch das taten wir nicht. Ja, ich verstehe gut, dass das Wissen von Alatra so umfangreich und tiefgründig ist, dass nur wenige es verstehen können. Aber diejenigen, die in der Lage sind, es zu verstehen, sind dafür verantwortlich, den anderen den Wert des Wissens zu vermitteln. Ich habe seine Bedeutung begriffen und deshalb spreche ich hier zu Ihnen über die Bedeutung des Wissens von Alatra. Vielleicht
Hätte ich das nicht gesehen, wenn ich in Washington DC nicht den Vertretern der kreativen Gesellschaft begegnet wäre. Damals war ich beeindruckt, wie offen, mutig und klar sie die wichtigsten und kompliziertesten Probleme unserer Zeit erörterten. Mir wurde klar, dass diese mutigen Menschen wissen, was sie tun und wissen, warum sie es tun. Und nun möchte ich Ihnen sagen, dass wir alle Alatra zumindest zu verdanken haben, dass wir eine Überlebenschance haben. Alatra hat uns diese Chance vor 10 Jahren gegeben, als sie zum ersten Mal von der Notwendigkeit einer globalen Vereinigung der Menschen und entschlossener Maßnahmen zur Stabilisierung des Klimas sprach. Aber wir haben sie nicht gehört. Wir wollten nicht auf sie hören. Wir lebten weiter wie bisher und ignorierten die Realität. Wir haben 10 Jahre verloren. 10 Jahre, die wir hätten nutzen können, um die Welt zum Besseren zu verändern. 10 Jahre, die man hätte nutzen können, um die Katastrophe zu verhindern. 10 Jahre, die man mit dem Aufbau einer neuen Gesellschaft und der Rettung des Planeten hätte verbringen können. Aber wir können es uns nicht leisten, noch mehr Zeit zu verlieren. Wir, die wissenschaftliche Gemeinschaft, haben keine Zeit mehr zu streiten, zu zweifeln oder zu zögern. Wir haben keine Zeit mehr, Artikel um der Zitierbarkeit willen zu schreiben, um Zuschüsse zu sichern, Titel, Geld oder Einfluss zu verdienen. Wir haben keine Zeit mehr, um auf Zustimmung, Erlaubnis oder Unterstützung zu warten. Wir haben nur noch Zeit zu handeln, jetzt zu handeln, gemeinsam zu handeln. Daher möchte ich Ihre Aufmerksamkeit auf ein dringendes Problem lenken, das die sofortige Mobilisierung aller intellektuellen Ressourcen der Menschheit und kollektives Handeln erfordert. Unser Planet steht unter dem Einfluss eines schwerwiegenden Bedrohungsfaktors, einer zyklischen, externen, kosmischen Einwirkung, die den Kern unseres Planeten destabilisiert. Diese Information wurde uns vor einem Jahrzehnt zum ersten Mal von Alatra präsentiert und sie wird nun durch ähnliche Prozesse auf anderen Planeten im Sonnensystem bestätigt. Sie sprachen schon vor 10 Jahren darüber und erst kürzlich haben wir diese Veränderungen auf anderen Planeten festgestellt. Wenn wir dieses Wissen weiterhin ignorieren, ist die Welt dem Untergang geweiht. Um unseren Planeten, das Leben auf ihm und unsere Zukunft zu retten, wende ich, Egon Scholakien, mich an jeden Einzelnen. Wir brauchen dringend ein geeintes internationales wissenschaftliches Zentrum, im Wesentlichen ein internationales, interdisziplinäres Bündnis der besten Wissenschaftler der Welt, die an der Lösung dieses Problems arbeiten werden. Wir brauchen eine fruchtbare Zusammenarbeit von Spezialisten aus verschiedenen Wissenschaftsbereichen wie Physik, Teilchenphysik, Astrophysik, Neutrino-Astrophysik, Planetologie, Klimatologie, Atmosphärenphysik, Ozeanographie, Ökologie, Paläoklimatologie, Geophysik, Seismologie, Vulkanologie, Geologie, Hydrogeologie, Glaziologie, Kryologie, Atmosphärenchemie, Magnetostratigraphie, Physik der Erde, Geodynamik, Tektonik, Geomechanik und vieles, vieles mehr. Wir brauchen die klügsten Köpfe dieser Welt, die fähig sind, unkonventionell und innovativ zu denken. Wir brauchen Menschen, die bereit sind, zusammenzuarbeiten und im Interesse der gesamten Menschheit zu handeln. Für die erfolgreiche und effektive Arbeit des geeinten internationalen wissenschaftlichen Zentrums ist es von entscheidender Bedeutung, optimale Bedingungen für sein Funktionieren zu gewährleisten. Es ist von äußerster Wichtigkeit, dem wissenschaftlichen Team uneingeschränkten Zugang zu allen wissenschaftlichen Ressourcen und ungehinderten Zugang zu allen Observationsplattformen zu gewähren, unabhängig von ihrem Zweck und ihrer Art. Dazu gehören unter anderem Satellitensysteme, Teleskope, Seismographen, Labore und vieles, vieles mehr. Diese Anforderungen hängen damit zusammen, dass das internationale wissenschaftliche Zentrum das gesamte Spektrum der Forschung abdecken muss, von der Untersuchung des elektromagnetischen Feldes und des erdnahen Raumes bis hin zur Beobachtung seismischer Aktivitäten und der Prozesse im Erdkern. Eine entscheidende Ergänzung dazu ist die Gewährleistung des uneingeschränkten Zugangs zu bestehenden Spitzentechnologien, einschließlich solcher Einrichtungen wie CERN, NASA, Roskosmos, die chinesische Nationale Raumfahrtsbehörde und anderen.
Um die Ziele und Aufgaben, die dem geeinten internationalen Forschungszentrum gesetzt werden, effizient zu erreichen und zu lösen, ist eine unbegrenzte Finanzierung wissenschaftlicher Tätigkeiten eine absolute Notwendigkeit, ohne jegliche Kontrolle oder Einmischung in den Forschungsprozess durch Politiker oder Konzerne. Es ist unerlässlich, eine absolute Autonomie in der wissenschaftlichen Forschungstätigkeit zu gewährleisten, bei der wir als Wissenschaftler die volle Verantwortung für die erzielten Ergebnisse übernehmen. Dank der umfangreichen Forschung und dem fundierten Fachwissen des wissenschaftlichen Teams von Alatra werden unsere wissenschaftlichen Erkundungen nicht mit einem leeren Blatt Papier beginnen, sondern mit einer soliden Ausgangsbasis, die auf dem Wissen und der Erfahrung der Alatra-Wissenschaftler basiert. Der von Ihnen vorgeschlagene neue physikalische Ansatz, der über den Bereich der Quantenmechanik hinausgeht, eröffnet unserer gesamten Forschung die notwendigen Horizonte. Der Schlüssel zur Lösung der vor uns liegenden Herausforderungen befindet sich jenseits der Quantenebene. Ich möchte betonen, dass ich mir der Bedeutung dieser Informationen und unserer Verantwortung für ihre zielgerichtete Verwendung ausschließlich zum Nutzen der Gesellschaft voll und ganz bewusst bin. Wir können nicht zulassen, dass unsere wissenschaftlichen Errungenschaften in die falschen Hände geraten und für destruktive Zwecke verwendet werden. Daher müssen wir bei unseren Aktivitäten strikte Vertraulichkeit einhalten und einen angemessenen Schutz vor unbefugtem Zugriff auf unsere Forschung gewährleisten. Vertraulichkeit ist von entscheidender Bedeutung, um sicherzustellen, dass alle unsere Errungenschaften nur für die Rettung der Menschheit und die weitere Verbesserung des Lebens jedes Einzelnen auf diesem Planeten verwendet werden und nicht für die Entwicklung und Herstellung neuer gegen die Menschheit gerichteter Waffenarten. Dank Alatra haben wir jetzt die Chance, die globalen Klimakatastrophen aufzuhalten. Wir haben die Möglichkeit, diese Chance zu nutzen, um als Menschheit zu überleben. Die wissenschaftlichen Erkenntnisse, über die diese Gemeinschaft verfügt, haben ein enormes Potenzial, die Verwirklichung der vor uns liegenden Ziele erheblich zu beschleunigen, da wir vor Herausforderungen stehen, die über die Quantenebene hinausgehen und uns das höchste Maß an Wissen und Qualifikationen abverlangen. Vor uns liegt eine enorme Arbeit mit vielen komplexen Aufgaben, die wir bewältigen müssen. Unsere Arbeit wird weder einfach noch schnell sein. Wir werden auf zahlreiche Schwierigkeiten, Hindernisse und Risiken stoßen. Dennoch müssen wir darauf vorbereitet sein und dürfen nicht aufgeben. Wir müssen mutig und beharrlich sein. Wir müssen vereint zusammenhalten. Wir müssen die Wissenschaftler sein, die die Welt retten. Die unverzügliche Einrichtung eines geeinten internationalen Forschungszentrums und sofortiger Beginn seiner aktiven Arbeit ist für die erfolgreiche Umsetzung unserer lebenswichtigen Aufgabe von entscheidender Bedeutung. Ich betone, dass jede Verzögerung bei der Koordinierung und Bildung einer geeinten wissenschaftlichen Gruppe die Wahrscheinlichkeit, das notwendige Ergebnis zu erzielen, beträchtlich verringert. Ich rufe alle interessierten Parteien auf, unverzüglich und effektiv zu handeln, um die besten Bedingungen für unsere gemeinsame Forschung zur Rettung der gesamten Menschheit zu gewährleisten. Liebe Kollegen, liebe Freunde, heute wende ich, Egon Scholakian, mich mit dem wichtigsten und dringendsten Appell in der Geschichte der Menschheit an Sie. Ich möchte mich an alle Wissenschaftler der Welt wenden, an diejenigen, die zwischen Wahrheit und Lüge unterscheiden können, die verstehen, was mit unserem Planeten geschieht, an diejenigen, die über die reale Bedrohung durch den Klimakollaps im Bilde sind, die aber auch die Perspektiven für die Zukunft der Menschheit sehen. Ich wende mich an diejenigen, die ihr Leben der Wissenschaft und der Praxis gewidmet haben und die sich nicht scheuen, die Wahrheit zu suchen. Ich bitte Sie dringend, sich zusammenzuschließen, um die Zukunft der gesamten Menschheit, ihr Leben und das Leben ihrer Kinder und Enkelkinder zu retten. Die Veränderungen, die sich im Inneren unseres Planeten ereignen, sind eine unbestreitbare Tatsache. Das Ausbleiben unseres kollektiven Eingreifens wird unweigerlich zum Untergang der Menschheit führen. Die einzigen, die heute in der Lage sind, eine praktische Lösung für diese katastrophale Situation vorzuschlagen, sind die Wissenschaftler. Die richtige und einzige Lösung für dieses Problem hängt von talentierten, vereinten Wissenschaftlern ab, die über unbegrenzte wissenschaftliche und finanzielle Ressourcen verfügen. Wir müssen so schnell wie möglich eine geeinte wissenschaftliche Gemeinschaft gründen, die frei von Einfluss politischer Ambitionen und wirtschaftlicher Interessen wäre. Wir müssen mit vereinten Kräften, einem vereinten Verstand und einem vereinten Herzen handeln.
Wir können die Verantwortung für die Lösung dieser entscheidenden Frage nicht an Politiker delegieren, die gesellschaftliche Spaltung und Konfrontationen auslösen. Wir können es uns nicht leisten, kostbare Zeit und Ressourcen für sinnlose Aufrüstung und endlose militärische Konflikte und Meinungsverschiedenheiten zu verschwenden. Wir können die sich abzeichnenden und sich verstärkenden Klimaereignisse auf unserem Planeten nicht ignorieren. Wenn wir sie heute ignorieren und im Streben nach Macht und materiellem Reichtum weiterhin das Ökosystem unseres Planeten zerstören, werden wir und alle Lebewesen auf der Erde unweigerlich dem Untergang geweiht sein. Ich lade alle Wissenschaftler, denen das Schicksal der Menschheit am Herzen liegt, ein, sich an der Gründung eines geeinten, internationalen wissenschaftlichen Zentrums zu beteiligen. Sein Ziel wird es sein, wissenschaftliche Forschung zu betreiben und die globalen Klimabedrohungen zu bekämpfen. In Kürze werden Sie auf meiner Webseite alle notwendigen Informationen über dieses Projekt sowie ein Formular zur Einreichung Ihres Lebenslaufs und anderer Dokumente finden. Ich erwarte Ihre Antwort, wenn Ihnen die Zukunft der Menschheit wirklich am Herzen liegt. Wir müssen dringend ein geeintes Zentrum für wissenschaftliche Forschung einrichten, das an der Lösung des komplexesten und dringendsten Problems unserer Zeit arbeitet. Ich möchte mich auch an die Staats- und Regierungschefs aller Länder wenden. Im Namen der Wissenschaft und der Menschheit appelliere ich, Egon Scholakien, an die Staats- und Regierungschefs aller Länder der Welt mit einem dringenden Aufruf. Begraben Sie die Kriegsbeile und kommen Sie an den Verhandlungstisch. Es ist an der Zeit, über eine geeinte Weltwirtschaft und eine konsolidierte, geeinte Welt nachzudenken. Dies ist nicht nur eine Äußerung meiner Ansichten, sondern eine absolute Notwendigkeit, um das Überleben unseres Planeten zu sichern. Ich empfehle Ihnen auch, den Mut zu finden, sich intensiv mit dem Modell der kreativen Gesellschaft zu befassen, das enorme Entwicklungs- und Wohlstandsperspektiven für die Gesellschaft als Ganzes und für jeden Einzelnen bietet. Aber das ist die Zukunft. Gegenwärtig stehen wir am Rande einer globalen Katastrophe, die dazu führen könnte, dass die Erde das Schicksal des Mars wiederholt. Ich betone, dass dies keine haltlosen Behauptungen sind. Das ist eine Tatsache. Sie müssen sich heute unbedingt über das Ausmaß der Arbeit im Klaren sein, die die Wissenschaftler leisten müssen, um dieses Szenario abzuwenden. Die Wissenschaftler werden alle verfügbaren Ressourcen benötigen, einschließlich derjenigen, die derzeit für Kriege, Wettrüsten und Korruption verwendet werden. Um eine Aufgabe dieses Ausmaßes zu bewältigen, muss die Handlungsfreiheit der Wissenschaftler gewährleistet und die Vertraulichkeit des Forschungsprozesses gewahrt werden. Wir brauchen Ihre Unterstützung. Wir müssen so bald wie möglich einen interdisziplinären, multivektoralen Mechanismus zur Rettung unseres Planeten einrichten, an dem die besten Wissenschaftler aus verschiedenen Ländern der Welt beteiligt sind. Dass wir schnell und geschlossen handeln. Wir haben maximal 10 Jahre Zeit, um dieses Problem zu lösen. Daher hoffe ich, dass meine heutige Botschaft nicht nur von den Staatsüberhäuptern, sondern auch von allen Journalisten, Mitarbeitern von Auslandsministerien und Geheimdiensten gehört wird. Wir hätten schon vor 10 Jahren mit der Bildung eines geeinten internationalen wissenschaftlichen Forschungszentrums beginnen sollen, als Alatra zum ersten Mal wegen der globalen Klimabedrohung Alarm schlug. Damals haben wir nicht auf Ihre Warnung reagiert. Ich hoffe aufrichtig, dass wir heute die Weisheit und Besonnenheit besitzen, zuzuhören und viele Aspekte der heutigen Weltordnung im Interesse des Überlebens der Menschheit zu überdenken. Wir treten in eine Zeit exponentiell zunehmender Klimakatastrophen ein, was die Frage nach der Einrichtung eines geeinten internationalen Rettungsdienstes dringend und unerlässlich macht. Auch der Grundsatz eines geeinten Wirtschaftsmodells bedarf derzeit einer eingehenden Analyse und einer raschen Entwicklung. Hören Sie auf, Zwietracht und Streit zu schüren. Jetzt ist es an der Zeit, die Weltgemeinschaft in einem kohärenten Wirtschaftssystem zu vereinen. Der Weg zu dieser Vereinigung hängt jetzt von Ihnen ab. Und auch die Wege zur Erreichung dieses Ziels liegen in Ihrer Hand. Es ist an der Zeit, die Grenzen für die uneingeschränkte Fortbewegung von Menschen zu öffnen. Die Klimamigration ist ein natürlicher Prozess, der sich in den kommenden Jahren noch verstärken wird. Und es ist von entscheidender Bedeutung, die notwendigen Voraussetzungen dafür zu schaffen. Es ist an der Zeit, die Ärmel hochzukrempeln und mit der Arbeit zur Rettung der Menschheit zu beginnen, anstatt sich auf unsere Geldbeutel zu konzentrieren und die Interessen einflussreicher Gruppen zu verteidigen. Jetzt ist es an der Zeit, dass jeder Einzelne Verantwortung übernimmt. Wir können einen Ausweg aus diesem fatalen Klimakollaps finden. Als Wissenschaftler verstehe ich das, aber es müssen die notwendigen Voraussetzungen dafür geschaffen werden.
Deshalb appelliere ich an die Staats- und Regierungschefs der Welt, alle Voraussetzungen für die Gründung eines geeinten internationalen wissenschaftlichen Forschungszentrums zu schaffen. Dies wird es herausragenden Wissenschaftlern aus der ganzen Welt ermöglichen, ihre Bemühungen zu vereinen und die Zerstörung des Planeten und der gesamten Menschheit zu verhindern. Wir werden unter absolut vertraulichen Bedingungen arbeiten, denn der Weg, den wir beschreiten, geht über die Quantenphysik hinaus und ist viel tiefgreifender. Dank des Wissens, das uns Alatra zur Verfügung stellt, verstehen wir, wohin wir in unserer Forschung als nächstes gehen müssen. Ich wende mich an Sie, nicht an Präsidenten, sondern an Menschen. Menschen, die Leben und ihren Nachkommen Leben ermöglichen wollen. Menschen, die eine blühende Erde sehen wollen, keine leblose rote Wüste. Menschen, die Schöpfer sein wollen, keine Zerstörer. Menschen, die ein Teil der Geschichte sein wollen, aber nicht ihr Ende. Ich appelliere an Sie, hören Sie auf meine Worte und schaffen Sie die Voraussetzungen für die Bildung eines geeinten internationalen wissenschaftlichen Forschungszentrums. Dies ist unsere letzte Chance, die Welt zu retten. Wir müssen schnell handeln und dürfen Entscheidungen nicht über Jahre und Monate hinauszögern. Diejenigen, die das Wesentliche meiner Botschaft noch nicht begriffen haben, werden es bald, wenn der Klima-Cerberus vor ihren Häusern steht. Diejenigen, die das, was ich sage, nicht unterstützen, werden ebenfalls bald ihren Fehler erkennen. Allerdings werden sie, zusammen mit ihren Angehörigen, die Folgen dieses fatalen Fehlers tragen. Wenn wir diese kommenden Jahre verlieren, werden wir die Zukunft unseres Planeten verlieren, was das Leben eines jeden von uns bedeutet. Ich möchte mich auch an alle Menschen wenden, an jeden Menschen der Welt. Ich, Egon Scholakien, wende mich heute an Sie, nicht an Vertreter verschiedener Nationen, Religionen oder politischer Kräfte, sondern an eine geeinte Menschheit, an Mitbürger, die auf einem einzigartigen und verletzlichen Planeten leben. Ich bitte Sie eindringlich, die Schaffung eines geeinten internationalen wissenschaftlichen Forschungszentrums zu unterstützen und die Staats- und Regierungschefs ihrer Länder dabei zu unterstützen, sich dieser internationalen Initiative anzuschließen. Dies ist nicht nur ein Projekt, es ist unsere gemeinsame Verantwortung und unsere Chance zum Überleben. Wir können es uns nicht leisten, Zeit mit Konflikten, Streitigkeiten und Spaltungen zu verschwenden. Wir können es uns nicht leisten, Fakten, Beweise und Warnungen zu ignorieren. Wir können es uns nicht leisten, dem Schicksal der Menschheit und jedem Einzelnen von uns gegenüber gleichgültig zu sein. Wir müssen die Welt verändern und dafür müssen wir als Gesellschaft in kürzester Zeit erwachsen werden. Es ist jetzt Zeit für Zusammenarbeit, nicht für Wettbewerb. Unsere Gesellschaft steht unter dem Einfluss von künstlich geschaffenen Manipulationen, die uns spalten und den Hass unter uns schüren. Das geschieht, um den egoistischen Interessen bestimmter Gruppen oder Einzelpersonen zu dienen. Aber wir dürfen diesen Manipulationen nicht erliegen. Wir sind mit einer globalen Gefahr konfrontiert, die die gesamte Menschheit bedroht. Wenn unser Nachbar, den wir vielleicht hassen, stirbt, wird das nichts ändern, denn wir werden mit ihm sterben. Warum sollen wir ihn also hassen? Nein, dafür ist jetzt keine Zeit. Deshalb bitte ich Sie, vergessen Sie frühere Konflikte und beginnen Sie von neuem. Unterstützen Sie diejenigen, die bereit sind, sich für das Gemeinwohl einzusetzen. Unterstützen Sie Präsidenten, die sich für die Schaffung eines geeinten internationalen wissenschaftlichen Forschungszentrums einsetzen. Unterstützen Sie Wissenschaftler in aller Welt in ihrem gemeinsamen Bemühen, unsere Welt zu retten. Jetzt ist der entscheidende Moment im Leben unseres Planeten und der gesamten Menschheit. Lassen Sie uns alles in unserer Macht Stehende tun, um diese Welt zu erhalten und unsere Zukunft zu sichern. Ich danke Ihnen. Möge Gott und die Wissenschaft uns helfen.